Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind wieder hier bei Fire Emblem, The Sacred Stones. Ja, und ich merke gerade, dass das hier ein bisschen laut ist. Das mache ich mal kurz ein bisschen leiser. Perfekt. So, habt ihr nichts gehört? Gut. So, wir machen weiter. Und ich würde sagen, ja, hier sind so noch ein paar Gegnerchen, die wir unbedingt besiegen wollen. Aber jetzt kommt erstmal noch ein kleiner Ansturm. Stimmt, das war der mit dem Langbogen, ne? Genau. Ja gut, dann kann ich eigentlich nichts mehr machen. Ich würde sagen, wir machen einfach so, ja, beenden den Zug. So, ich hoffe mal, dass wir heute aber auch ein bisschen was schaffen hier. Ich möchte ja unbedingt heute mal Tana befreien und die Truhen holen. Und dass wir auch dann vielleicht schon uns auf diesen Gehab aufmachen. Diesen Gehab. Diesen komischen Gehab. Meine Güte, dieser komische Irgendwas-Typ da. Der, es wird auch mal Zeit, dass der besiegt wird. Och, ist doch süß. Ist doch süß. Das ist doch gar nichts für unseren Arthur. Ist doch süß. Gut, aber das sieht ja jetzt ganz gut aus. Dann sind ja diese ganzen Idioten da alle weg. Was eine tolle Sache ist. Dann können wir jetzt ja... ja. Dann können wir ja jetzt weitermachen sozusagen und uns weiter aufbegeben. Ich finde es süß, dass wir alle ihn angreifen. Aber stell mal vor, der würde nicht ausweichen. Also würden wir das auch schwer machen, dann, ja, würden sie wahrscheinlich nicht so gut treffen. Aber gut, so, du hast Feuer. Du hast Feuer. Wie weit kommt der denn hin? Der kommt, na, ich glaube, sie wird da nicht ganz so weit fliegen können. Naja, gut. Aber ehrlich gesagt habe ich vor diesem Langbogen-Typen nicht so die große Angst mehr. Genau, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, du besiegst dann, oder wer steht kurz vor einem Level ab? Ja, eigentlich eher. Eigentlich ja er. Ich würde ja sagen, es soll ja eigentlich sie hier, oder wobei er hier. Er könnte es auch machen. Moment mal, du hast... Ja doch, dann machst du das. Dann machst du das. Dann gucken, wie weit kommt der hin? Dieser Magier auch noch nicht so weit. Okay, dann kannst du erstmal dahin gehen. Ja, mit deiner Eisenaxt. Bin noch nicht ganz so weit nach vorne. Einen dürfte ich sogar noch. Na gut. So, dann greifst du den mal an mit deinem Stahlschwert und haust ihn mal weg. Joshua, genau. Kannst du auch mal was machen? Ich könnte auch den Magier, den Heiler da besiegen, ne? Mit einem Fernangriff, genau. Dann könnte das ja eigentlich dann Arthur machen. Oder wie sieht es mit Naimi aus? Ist eigentlich egal, wer das macht, würde ich fast sagen. Ich glaube, so viele Erfahrungspunkte wird das eh nicht geben. Ja, mit ihr kann ich das leider nicht machen, weil, ja, wenn sie von diesem Langbogentypen angegriffen wird, wird das, ja, nicht sehr angenehm. Ja, gut, dann machst du das. Oh, aber das klappst du, das schaffst du gar nicht. Na gut, dann schwäch ein bisschen, na oder? Nee, das lohnt sich nicht, nicht wirklich. Das lohnt sich nicht wirklich. Erstmal hier schön aufreihen hier, alle. So, kommst auch mit. Unser Heiler kommt auch mit. So eine schöne Reihe hier erstmal bilden. Kann man auch mal machen, so eine schöne Aufreihung. Okay, er greift Ross an. Ja gut, wahrscheinlich, weil er da noch den meisten Schaden wahrscheinlich macht, aber oder zumindest am meisten trifft. Aber gut, wenn er meint. So, am liebsten würde ich ihn ja schon längst angreifen, aber das geht ja leider nicht. Na gut, da muss ich jetzt sagen, Langspeer, doppelt leider nicht. Wie weit kommt der denn hin mit Luna? Auch noch nicht so weit. Ja gut, solltest du angreifen, dann lasse ich dich erstmal hier schnell vorbei. Wenn das alle, wenn dann alle angreifen, ist das doof. Hm. Vielleicht sollte ich ihn auch mal anlocken irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Auch wenn das 8x2 ist, bringt das auch nicht so viel. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Ich würde ja sagen, du kannst eigentlich da mal hingehen, genau. Also ich denke mal, selbst wenn ein Magier dich angreift, solltest du da nicht ganz so viel Schaden bekommen. Genau. Ja, doch, das sollte passen. Doch, doch. Also ich wüsste jetzt nicht, was da jetzt so großen Schaden machen könnte. Nee, es passt schon so. So, dann besiegt Naimi einfach den Heiler von mir aus. Ach komm, das passt schon so. Das wird schon so passen. Sage ich jetzt einfach mal so. Oh, diese Aufreihung hier, ey. Okay, er greift auch Naimi an. Aua, es tat weh. Das tat weh. Oh, 4 Schaden. Ach, das geht ja noch. Das geht ja noch. Da hatte ich sogar mit mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Okay, und sonst kommt keiner wieder. Okay.
Okay. Dann, Forde, mach du das doch einfach mal. Mit deinem Eisenschwert, genau. Ja, ich weiß, bei meiner Defensivtaktik... Wow, mit 71 ausgewichen. Nicht schlecht, Forde. Mit meiner Defensivtaktik werde ich mit meinem Ziel wohl lange noch brauchen, denke ich mal. Ja, gut. So, dann... Wie weit kommt der Langbogentyp? Zu weit. Ja, das nervt mich, dass er so einen blöden Langbogen hat. Das nervt mich echt. Das nervt mich echt total, dass er so einen blöden Langbogen hat. Moment mal. Okay. Hat jetzt schon einen kleinen Schrecken gehabt, aber ist ja nochmal gut gegangen. Ist ja nochmal gut gegangen. Okay, Franz kann auch nach vorne kommen. So, dann gehst du nochmal ein Feld. Oh, Moment mal. Ja, du kannst auch mal dahin gehen, dann gehst du mal dahin. Weil ich muss sie ein bisschen heilen, weil sonst macht sie das nicht lange mit, unsere Naimi. Und das muss ja nicht sein. Das muss ja so gar nicht sein. Und Level Up für Mulder. Den Heiler. Ich glaube, der wird der Erste sein, der Level 20 erreicht. Und das habt ihr gerade nicht gehört. So, das habt ihr gerade nicht gehört, dass da so ein kleiner Ton war. Ich finde das so cool. Jedes Mal. Okay, er greift weiter Naimi an. Warum kann man dieses Feuerjuwel eigentlich nicht so bekommen? Naja. Naja, wie dem auch sei. Ich denke mal, gleich müsste ich den haben. Gleich müsste ich den haben. So, wir machen den Magier weg. Eigentlich am besten einer, der auch eine hohe Resistenz hat, weil... Na, oder wobei, ich kann den ja auch so anlocken. Problem ist nur dieser Freund. Moment mal, ich kann ja als Reiter, kann ich ja bestimmt noch ein bisschen weiter gehen. Okay, Naimi, ach, die kommt sogar gar nicht so weit. Dann machen wir das mal so. Ja, am besten mit deinem Eisenschwert. Das ist okay, genau. Wie machst du da Schaden? 8x2. Boah, das kannst du eigentlich sogar machen. Ja, der eine Schaden, ja. Ja, das ist okay. Der eine Schaden, den du da kriegst, den kannst du dir da gerne einstecken von mir aus. Normalerweise sollte man das ja nicht machen, sieht man ja in den Fallen, ist ja nicht im Waffendreieck gemäß, aber mit der Resistenz, die er hat, da kann er das auch, kann er auch da durchstehen. Okay, jetzt greift er nochmal Joshua an und er weicht nochmal aus. Das finde ich sehr, sehr gut von dir. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, und der greift auch Joshua an. Das finde ich aber gut, dass er kommt. Das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann kann ich ja vielleicht sagen, wie weit kommt der? Fast schon ein bisschen zu weit. Fast schon eine Biske zu weit. Ja, genau so mache ich das. Dann locke ich mit meinem Vergreif der an. Nachher er negiert die Resistenz. Aber der hat einen Angriff von 5. Ja, komm. Also da glaube ich weniger, dass er da irgendeinen Schaden machen kann. Glaube ich jetzt einfach mal. Genau, dann stelle ich Arthur dahin, damit er gleich den hier abfangen kann. Moment mal, kommt jetzt... der könnte jetzt auch kommen. Ob das ein Fehler war? Mal schauen. So, dich heilen. Moment mal, der könnte da auch hinkommen. Naja, dann gehst du einfach nur mal dahin. Aber sicher. Ich halte dich mal besser. Ja, ich gehe jetzt ganz schön... Ich mache jetzt ganz schön... ja, wie soll ich das sagen? Ganz schön vorsichtig, wie ich das spiele. Aber naja, wenn man das im Schwierigen... Wenn man das auf schwer spielt, dann ja... Dann muss man halt ein bisschen vorsichtiger sein in allem. Ich könnte eigentlich auch theoretisch mal... Wow... 11 Schaden, das ist nicht ohne. Eieiei. 11 Schaden, das ist... Wow. Oh, ich denke ja auch gerade, der Langbogentyp wird ja auch kommen können. Uiuiui. Ja. Uiuiui, das war doch risikoreich. Das war risikoreich. Ja gut, der macht so mit, hätte mit 4 Kritten können, aber... Ja, das war... Gefährlich, um das mal so zu sagen. Aber gut. Aber gut, ist ja nochmal glimpflich ausgegangen, sagen wir das mal so. Also im ganz
negativen Fall hätte das auch ganz böse ausgehen können und ja, dass Arthur jetzt weg gewesen wäre. Aha, und du meinst zu heilen? Naja, wenn du das meinst. Mit deinem Purgativstab. Oh, der hat sogar auch Schlaf. Naja, gut, aber wir haben ja so einen anderen Heiler. Genau, da muss ich eigentlich weniger Sorge haben. Gut, das einzige Ziel war ja, dass ich das jetzt endlich machen kann. Ach, und du hast zu viel, du trägst zu viel bei dir bei. Gut, dann machen wir das eben so. Nimm dir mal den Türschlüssel von ihm. Und dann stehlen wir uns das Feuerjuwel. Oh yeah. Freut mich, dass es immer so gut klappt. Das freut mich so. Ja. Dann killst du den mal. Da sollte er mit 4 kritten, aber das macht er nicht. Das finde ich gut. Dann wäre mir das auch egal. Mit 13 Trefferchance. Das ist ja gar nichts. Ist ja echt überhaupt nichts. Okay. Gut, dann hoffe ich mal, dass es jetzt Naimi auch schafft, diesen Langbogentypen zu besiegen. Und wenn nicht, dann macht das halt irgendwer anders. Okay, sie würde das sogar schaffen. Aber ich würde ja fast sagen, ich mache das mit Gilliam. Aber der doppelt natürlich nicht. Ja gut, dann Naimi, machst du das eben. Du kannst dich jetzt endlich rächen, weil du so oft angegriffen wurdest. Hast du jetzt deine Rache bekommen, Naimi? Okay, und damit ist hier freie Bahn. Wird ja auch Zeit. Das wurde auch mal Zeit. Oh, und jetzt wird es hier ganz schön eng hier. Jetzt wird das eng hier. Oh, die können sich sogar unterstützen schon. Oh, Vanessa und Mulder können sich sogar noch unterstützen. Dann machen wir das gleich nochmal. Dann schauen wir uns gleich noch ein schönes Unterstützungsgespräch an. Oh, und du bist doch süß. Der trifft doch eh nicht. Trifft nicht. Das habe ich gesagt. Das sage ich aber auch mit Absicht, damit er nicht trifft. So kann man einen auch einschüchtern. Gut, Eisenlanze. Kannst du den schon anlocken? Nein, kannst du noch nicht. Okay, aber sonst ist ja fast hier gar nichts mehr. Ich glaube, das schaffen wir hier noch. Glaube ich mal. Ich halte mal für Nye, für sie. Möchte ich mal, genau, für sie möchte ich mal diesen hier freihalten, diesen Schnittertypen. Weil das hat sie beim letzten Mal gut gemacht. Also letztes Mal meine ich natürlich den, Dingenskirchen da. Den, allen Typen da. Ich wüsste schon, wenn ich meine, aus dem anderen Kapitel bei Irika. Und na so, wie geht es dir? Vater Mulder, es ist nicht leicht, aber ich werde standhaft bleiben. Sagt Vater Mulder. Du willst über Prinz Ineas Bescheid wissen, nicht wahr? Es geht ihm gut. Für einen Moment war ich besorgt, doch er hält sich tapfer. Oh, ich, vielen Dank. Woher wusstet ihr das? Nun, weißt du, als Priester habe ich Menschen in allen Lebenslagen gesehen. In manchen von ihnen, wie in dir, kann ich wie in einem offenen Buch lesen. Ihr könnt meine Gedanken lesen? Das ist so peinlich. Nein, nein, so ist das nicht. Ich wollte nur sagen, dass du ein ehrliches und aufrichtiges Mädchen bist. Das ist ein Kompliment, das eines Ritters würdig ist. Findet ihr? Vielen Dank, Vater. Sag, würdest du gerne eine Geschichte aus der Jugend des Prinzen hören? Nur zu gerne, Vater. Wirklich. Ich glaube, wir sollten uns besser zuerst um unsere Feinde kümmern. Seht doch, da drüben. Bleibt hier, Vater, ich werde mich darum kümmern. Ja, ich glaube, das wäre wohl am besten. Aber erzählt mir die Geschichte ein anderes Mal. Ich würde sie gerne hören. Es wäre mir eine Freude. Dann ein anderes Mal. Ja, Vater. Und natürlich ist das nicht ihr leiblicher Vater, sondern in der religiösen, ich glaube, das sagt man so religiös, so ein Priester oder so ein Mönch, dass man den dann als Vater anspricht. Aber so gut kenne ich mich jetzt, was das angeht, jetzt nicht so aus. Aber ich glaube, das wurde so in der früheren Zeit öfter so gemacht. Aber wie ja bestimmt der ein oder andere weiß, ist Religion ja nicht so mein Fachgebiet. Das würde ich wenn anderen überlassen. Wow, nur noch 18. Wir werden ja immer mehr. Wird ja immer mehr hier mit der Trefferrate. Das Lustige wäre jetzt noch, hätte das getroffen, aber pff, als ob der treffen würde. So, das wäre so ein Stahl. Na, der hat eine Stahllanze. Am liebsten möchte ich es ja ihn machen. Ja, ich glaube, das mache ich auch sogar. Du darfst nicht um den mit der Eisenklinge kümmern. Und das macht er dann. Ja. Machen wir das doch ganz einfach und rational. Oh, freue ich mich gleich auf diesen Gehab, da wieder diese Sprache zu sprechen, ey. Obwohl die jetzt schon ein bisschen weit her ist, aber
Ja. Wird lustig werden, glaube ich, Schmau. Und der letzte Schlaf. Und trifft er? Trifft er? Trifft er? Die Frage der Fragen. Trifft der letzte Schlaf? Nein, er trifft auch nicht. Alle drei Schlafdinger verschleudert. Tja. Hätte er wohl lieber ihn den anderen geheilt, dann hätte er es zumindest ein bisschen Nutzen gehabt. Aber hat er nicht. Und somit ist er tot. Der kleine Söldner da. Ich kann ja auch schon mal so viel sagen, wir kriegen bald auch noch einen Söldner. Und den werde ich auf jeden Fall in Irikas Route auf jeden Fall trainieren. Und dann auch im finalen Team bei haben, weil der ist richtig geil. Da freue ich mich schon richtig auf den. Der wird richtig cool werden. So, Ephraim brauche ich natürlich auch noch gleich, weil der muss ja, naja gut, nicht unbedingt, aber dann kann er ja gleich mit Tana reden und da kann er sie ja mal fragen, was das sollte. Kann er ja gleich schon mal machen, so, und ihn schicke ich ja, kann ich ja schon mal zu den Truhen da schicken, genau. Kam hier nicht sogar noch ein Dieb? Irgendwie habe ich die Erinnerung, dass da noch so ein Dieb kommt, aber warum kommt der nicht? Na, wobei, vielleicht kommt er ja noch. Dann halte ich mal meine Truppen hier bereit, für den Fall der Fälle. So, und meine beiden Reiter, die können ja mal hier dicht machen. Aber die kommen ja eh nicht. Aber für den Fall der Fälle... Oh, ich habe sogar noch einen Truhenschlüssel. Sehe ich da gerade. Ich muss ja nicht meinen Dietrich verschwenden. Dann würde ich ja fast sagen... Ich gebe einen nochmal den Dietrich gleich. Nicht den Dietrich, sage ich jetzt schon. Den Truhenschlüssel. Oh. Ja, da soll ich natürlich nur aufpassen. Joa. Da muss ich natürlich aufpassen. Das sollte ich natürlich nicht so oft machen. Den einfach erstmal so anlocken. Oh, nee, es kommen Reiter. Naja, gut, aber das sollte für ihn dann, denke ich mal, auch nicht so, ja. Locker flockig, sage ich doch. Ja, wie soll ich das sagen? Ich mach mal dicht. Ich glaube eher, ich habe die jetzt angelockt, weil ich mich hier, weil ich hier diese Treppe betreten habe. Oder, nee, besser, ich glaube, hier war das, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aktiviert man gewisse Leute. Naja, wie dem auch sei. Truhe! 2500 Gold! Cash auf die Hand. Das ist cool. So, und dann würde ich... Moment, wie weit kommt der? Ein bisschen zu weit. Na egal, du darfst jetzt einfach mal den hier killen. Und das schaffst du auch. Und dann werde ich mit ihr weiter ein bisschen vorreiten. Aua, das tat weh. Am liebsten würde ich ihn ja sogar retten, aber naja, wobei, ich werde ihn den Weg abschneiden, diesem Schnittertypen. Türschlüssel! Hast du jetzt zwei, dann schick einen mal weg. Genau, dann gehst du mal dahin mit deiner Eisenlanze. Moment, mal kurz gucken, wie viel würde er denn Schaden machen. 15. 15 minus 9, das wäre 6. 6 mal 2 wäre 18. Würde sie überleben. Zwar ganz schön geschwächt, aber sie würde es überleben. So, und dann würde ich jetzt sagen, du nimmst mal... Ach, du hast gar keinen. Ja gut, du kannst sowieso mal noch die Türe da öffnen. Die Truhe. Türe, ja. Tolle Tür. So, und kannst du Schaden machen? Ja, kannst du. Dann machst du das, Naimi. Dann machst du das, Naimi. Dann machst du den weg. Und ich denke mal, bis die drei da angekommen sind, werde ich mit ihm dann auch wieder wechseln. Oder ich kann ja auch meinen Ritter nehmen, genau. Ich kann ja auch meinen tollen Ritter nehmen hier, der da dicht machen darf. Kann ich ja auch machen. So. Ja, das war aber auch nochmal ein bisschen knapp. Aber gut, ich heile sich sicherheitshalber nochmal. Den anderen kann ich ja gleich heilen. Genau. Genau, wir schaffen das hier. Aber ich glaube, wir werden dann doch erst im nächsten Part dieses Kapitel ja nicht abschließen. Alter, wie lange sitzen wir jetzt hier schon in diesem Kapitel dran? Echt, ey. Echt heftig hier. Das muss man ja mal so sagen. Ja, gut, für den Fall kann ich sie auch mal... Oder, Moment mal, das können wir auch so machen. Dann kann er die Tür öffnen, genau. Und dann öffnen wir sie auch gleich. Dann öffnen wir sie auch gleich mal. Ach, sie macht sogar nur 5 Schaden. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr rechnen. Naja, wie eben auch sei, der ist gleich tot. Und sie kriegt ein Level ab. Genau. Schön wäre jetzt, wenn ich so einen Rittertod hätte. Weil so ein Rittertod, der macht da richtig viel Schaden bei solchen Rittern. Also bei solchen Reitern, aber leider habe ich das nicht und somit müssen sie das so schaffen. Aber ich glaube mal, das werden sie auch schaffen. Ja, Eisenschwert passt. So, und dann heilen wir ihn hier nochmal direkt. Ja, Heilung reicht. Da oben kam jetzt kein neuer nach, ne? Das wäre ja cool. Wenn ich das so sehe. Das wäre ja echt cool, ne? Kam kein neuer.
Das ist ja gut. Das ist ja sehr, sehr gut. Ey, dann darfst du mal die Truhe öffnen. Mit einem Ozeansiegel. Das ist cool. Das wird entweder für unseren Ross oder... Ja, das wird für Ross oder für Colm interessant. Für beide eigentlich, wenn man ehrlich ist. Weil ich brauche zwei davon. Aber eins werden wir auch, denke ich mal, noch kriegen. Aber das ist cool, so ein Ozeansiegel. Weil mit so einem Ozeansiegel kann man einen Dieben oder einen Piraten weiterentwickeln. Und das werde ich definitiv machen. Und ich glaube, man bekommt leider nur eins regulär im Spiel. Naja, was heißt regulär? Man bekommt eigentlich auch mehrere regulär. Nur, das wird ein bisschen komplizierter, an das zweite dann zu kommen. Naja gut, jetzt können wir erstmal reden. Tana, was machst du denn hier? Ich kam hierher, weil ich hoffte, dir irgendwie helfen zu können. Aber während ich nach dir suchte, wurde ich von Gradus-Truppen gefangen. Ah, nun, ich bin froh, dass du wohlauf bist. Tano, du solltest sofort zu Schloss Velia zurückkehren. König Heiden macht sich sicher große Sorgen um dich. Nein, Ephraim, ich kann den weiten Weg, um dir zu helfen. Und doch bin ich es, der dir jetzt hilft. Ah, nun, ja, es mag wohl stimmen, aber... Aber ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht, Ephraim. Ich verstehe. Hobbitte, sieh mich nicht mit diesen tränenerfüllten Augen an. Wenn du wirklich so weit entschlossen bist, mir zu helfen, dann bist du herzlich eingeladen, mitzukommen. Aber du musst mir versprechen, nichts Waghalsiges zu unternehmen. Ephraim, vielen Dank. Ich wusste, du wirst verstehen, wie ich mich fühle. Oh ja, das ist ja mal wieder lustig. Naja, gut. Ist ja dann wieder auch alles super duper. Und dann können wir hier weitermachen. So, die Freunde hier, die finden sich jetzt natürlich richtig cool. Und werden jetzt alle der Reihe nach ausgeschaltet von unseren beiden Rittern. Ich muss mich kurz entschuldigen, dass ich an mein Mikro gekommen bin. Das wollte ich nicht. Das wollte ich natürlich gar nicht. Joa, das passt doch hier alles. Dann können auch noch die anderen beiden da noch ein bisschen Schaden machen. Genau, das ist doch alles super duper. Ja, komm, die 7 Schaden, die er da gemacht hat. Oh, ein Langspeer. Süß. Ist doch süß. So richtig süß ist das. Gut, Colm, du kannst weitergehen, natürlich. Und Tana werde ich aber auch hier natürlich nicht nehmen. Ist, denke ich mal, verständlich. Aber ich werde euch bei Ephraims Route wahrscheinlich auch noch was Lustiges zeigen. Das kann ich euch nur nicht mehr bei Irikas dann zeigen. Was das sein wird, das werde ich euch dann schon noch zeigen. Das wird auf jeden Fall was Lustiges werden. Und da freue ich mich schon drauf. Naja, gut, was heißt lustig? Es ist halt was Besonderes, was man so nicht so oft sieht. Nämlich, es gibt nämlich im Spiel 3 Pegasus-Einheiten und mit denen kann man noch was ganz Besonderes machen. Nämlich eine lustige Triangel-Attacke, wie sie genannt wird. So, und ich würde mal sagen, du nimmst mal... Oh, Elixier. Naja, wobei 7 und der hat mit 5 angegriffen, ne? Moment mal, wie viel würdest du denn Schaden machen mit dem Schnitter? 9, ne? Ist auch nicht so viel. Moment mal, ich könnte das ja so machen. Ah, du könntest ihn aber theoretisch retten. Moment mal, wie würdest du Schaden abziehen? 14. Oh, oder so, das ist natürlich noch besser. So ist das natürlich perfekt. Sehr gut, Gilliam. So ist das natürlich noch besser. Denn so können wir das jetzt so machen, dass er sein Level-Up bekommt. Was ich nur gucken muss, ist mit ihm hier. Moment mal, dieser Magier, der kommt nicht so weit. Okay. Okay, dann können wir mit dem Eisenschwert den dann killen. Genau. Genau. Also der ist schon mal weg. Das ist gut, er kriegt ein Level-Up und nochmal Skill mit Schwert. Weil ich möchte ja schon, dass er auch ein bisschen mit dem Skill mit dem Schwert drauf hat. Genau. Sagten das hier. Och ja, es passt doch hier noch einmal mit der Lanze. Da kann er schon mit B angreifen. Mit dem B hat er schon Waffenlevel in B. Das ist auch krass. So, mit dem Schnitter. Ja, vielleicht grittest du ja. Würde ich cool finden. Na, aber natürlich macht das nicht. Aber vielleicht jetzt. Ja, leider nicht. Naja, egal. Egal. Stört mich auch nicht so wirklich. Und ich werde heute. Ja, komm, den einen Gegnerzug machen wir noch. Und dann werden wir im nächsten Part dann. Endlich dieses Kapitel abschließen. Es wird ja mal langsam Zeit hier.
diesem Gehöpp mal zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Gut, aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Fire Emblem The Sacred Stones. Bis dann und tschüss, euer Jake.